Und willkommen zum vierten Spieltag UDT. Wir spielen heute gegen Wolf. Und zwar nicht nur gegen Wolf, sondern auch sogar gegen Wolfer Wolf. Team ist diesmal ganz spannend. Und wir gehen nochmal kurz drüber. Für Leute, die das Teambuilding nicht gesehen haben, nur ganz fix, ihr wisst es ja, ne? Ganz klassisch. Wir haben Scarf Sandy Shocks mit vier Moves halt. V-Switch und Double Step und Power Jam. Genau. Wir haben Lefties Hypno, welcher unser Setupper und Bettenpasser für unser Terramon ist. Ich habe es leider nicht, also die Bots haben es leider nicht hinbekommen, genau die DVs zu jannen, die ich wollte. Deswegen habe ich jetzt null, ich spiele jetzt null, weil es mir dann wichtiger war, dass ich Farigiraf outspeede, als dass, ja, dann soll mich halt King Gambit outspeeden. Ist halt dann so. Kann man nichts machen. Konnte ich nicht ändern. Und ich habe auf die Schnelle niemanden gefunden, der gen kann. Wir haben Leftovers. Annihilate, der ist Fist-Staff diesmal. Ziemlich Fist-Staff. Mit Bullcaptaunt, Rage Fist und Drain Punch. Genau. Dann haben wir AV Gudra. Mit trotzdem sehr viel Spez-Staff-Investment. Also der ist sehr, sehr bulky auf der speziellen Seite. Mit Draco, Hydro, Sludge Bomb und Flamethrower. Und dann haben wir noch Clawf, das ist unser Suicide Lead mit Focus Sash. Der ist, und Anger Shell mit Rocks, Edge, High Horsepower und den Crab Hammer. Und Adamant Full Attack. Dann haben wir noch unser Terramon, das ist Terra Dark diesmal. Und ist auch Scarf und Dark Pulse, Earth Power, Focus Blast, Hydro Pump. Genau, das war's eigentlich. Und ja, ich werde mich dann jetzt langsam in den Fight begeben und wir sehen uns gleich wieder. Okay, los geht's. Er hat eigentlich... Oh, er hat kein Galganeckel dabei. Das ist gar nicht so geil. Ich wollte den als Setup benutzen. Er hat Hatterene dabei. Okay. Gengar, Dragoran, Farigiraf hat er dabei. Kein King Gambit. Okay, das ist interessant. I take it. Lucha hat er dabei. Der war ja okay im Teambuilding. Und... Oricorio. Und zwar die Elektroform hat er dabei. Okay. Sehr interessant. So, dann packe ich mal alles raus, was ich hier im Kalk habe, was nicht dabei ist. Kein King Gambit. Dragoran ist dabei, wissen wir aber noch nicht wie. Gengar ist dabei. Arcanine ist nicht dabei. Wir haben kein Garganeckel, was übrigens sehr interessant ist. Hatterene, Halucha ist dabei. Farigiraf. Kein Tauros. Das heißt, wir haben kein Ding. Kein Aqua Jet. Kein Sandaconda. Kein Oricorio. Warte, ich mach schon mal mein Lead, weil ich weiß ja, womit ich leaden will. Kein Oricorio außer Elektro, obviously. Und wir haben kein Leafeon. Okay. Das heißt, ich muss aufpassen auf. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Ob Hatterene einfach direkt im Lead kommt. Oder nicht. Generell, was kommt im Lead? Alles ist okay. Aber wenn Farigiraf kommt, dann... warte, ich glaube, er hat keine Hazards dabei, ne? Dann kann ich mir... Oh, dann kann ich mir aber meine Rocks noch aufsparen. Das ist Vollgas in Ordnung. Ich werde einfach hier einen... eine Edge... Ne, einen Bodenmove, ne? Muss ich einfach eigentlich abknallen. Muss eigentlich einen Bodenmove abknallen. Was haben wir denn so? Ja, entweder er geht raus oder er lässt's. Es ist alles eigentlich okay. Ich werde hier ja immer eigentlich eine Horsepower rausknallen. Ja, weil die trifft wenigstens. Ja, das ist in Ordnung. T-Spikes, okay. Die werden nervig, aber gut, dass ich den fast gekillt habe. Ich will natürlich keine Rocks gegen mich haben, deswegen werde ich jetzt auch weiter High Horsepower drücken. Wobei, der kann missen, ne? Gut, ich habe nur Moves, die missen können. Er kann auch nochmal T-Spiken. Deswegen will er nochmal T-Spiken. Ich glaube, er will nochmal T-Spiken. Aber das ist natürlich risky jetzt. Ich kill den straight up. Okay, er drückt Shadow Ball. Damit ist Gengar tot, sofern wir treffen. Aber wir gehen auf
plus 1. Aber danach kommt E-Speed Dragoran. Glaube ich. Oh Gott, dauert das ewig. Alter, dauert das ewig. Hätten die das nicht in eine Animation packen können? Damit hat Clawf seinen ersten Kill. Oh, High Horsepower ist disabled. What? Das ist so bad. Jetzt kann ein Dragoran gehen. Naja, je nachdem, in was er geht. Wenn er jetzt nicht rausgeht, also wenn er jetzt... schauen wir mal, in was er geht. Schauen wir mal, in was er geht. Ich kann natürlich die T-Spikes nicht wegmachen, das ist klar. Außer ich hätte Selesel dabei, aber das war's nicht. Gut, Gengar ist raus. Damit kann ich Gudra immer in Hatterene schmeißen. Mercy könnte Hatterene sein. Ne, das ist der. Okay, der weiß ja, dass ich eine Edge habe, ne? Ah, der wird wahrscheinlich so Steel sein, ne? Wie machen wir das? Will ich den anditschen? Ich will den anditschen. Und zwar mit Crabhammer. Weil Crabhammer immer noch stärker ist, wenn er jetzt... Ja, ich drück Crabhammer, komm. Ah, der killt mich, okay. Er hat E-Speed. Damit hat er E-Speed. Und wir gehen jetzt in... Wen gehen wir? Wir müssen den ja immer noch anditschen, eigentlich. In wen gehen wir? Wir könnten in Annihilate gehen und Bullkappen, theoretisch. Ich bin getoxt, ja, aber ich werde jetzt auf einmal Bullkappen. Damit können wir vielleicht auch herausfinden, ob der, was der für ein Set ist. Jo, mach mal. Klar, für Rigoroth ist so ein Ding. Der Didit, okay. Didit hat er also, das heißt, er ist nicht choiced. Und wird wahrscheinlich gut sein. Ich will mal Rage Fisten, damit Multiscale bricht. Okay, Terrat. Ah, fuck, jetzt Terrat ein Normal, oder? Nee, das ist Ground. Okay, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Terra Ground also. Er hat die Q. Plus 1 killt er mich never. Ich bin sehr bulky, ja. Terra Ground ist also noch da. Gut, das heißt, wenn man das weghauen. Das war ein 100er. Hat er mir 90 gemacht? Ich glaube schon, aber es könnte ein Roll sein, ne? Ich bin jetzt auf 82. Macht Annihilate in dem Match noch viel? Er hat noch Ferrigarath, er hat noch zwei Monster, die schneller sind und gegen die... Ja, nee, der macht hier nichts mehr. Wir gehen hier für Drain Punch, Rage Fist. Nee, Rage Fist ist es immer. Okay, er geht einfach für EQ. Passt. Damit kann ich ihn revengen. Oh, ich lebe! Das ist ein 150er plus 1. Wie viel macht das jetzt? Geil! Annihilate ist so ein Gott! Und Dragoran ist raus. OMG, ich habe nicht erwartet, dass er das lebt, ne? Und jetzt sterbe ich? Ich sterbe. Wir können den gehen und einfach wie switchen. Ist theoretisch gratis. Oh mein Gott, in wen gehe ich? Ich habe überlegt Hypno. Ist aber schlecht gegen Hatterene, ne?
Scheiß drauf. Wir machen das jetzt. Wer ist unlimited? Das ist fein. Genau dafür war mein. Genau das war mein Plan, nämlich. Ich bin toxed, egal. Was hat er für einen Move? Was ist der stärkste Move, den er hat? Future Sight ist der stärkste Move, okay. Nessie Plot. Light Screen. Okay, 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 ich seh schon. Und ich bin langsamer. Es hat funktioniert. Jetzt meinen normalen Schaden. Ich drück nochmal Nasty Plot, ich geh auf plus 4. Er geht für Batten Pass, okay. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie spielen wir das? Wie spielen wir das? Wir könnten auch in Gudra gehen, ne? Ja, das ist eigentlich sogar ein Play. Das ist sogar ein fett geiler Play. Das ist sogar ein richtig fett geiler Play. Sorry, dass mein Commentary gerade so irgendwas ist, aber ganz ehrlich, ich bin so heftig am Struggeln. Also nicht am Struggeln, aber am Überlegen. Der ist der Einzige, den wir da reinschicken können. Wir drücken jetzt nachher einfach eine fette Sludge-Bomb auf plus 4, Digi. Selbst wenn Dazzling kommt, scheißegal. Wenn Trick Room kommt, scheißegal. Wir sind AV, wir tanken alles weg. Er drückt Trick Room. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Das heißt, wenn Gudra den wegbekommt, gewinnt Gudras Game, oder? Ne, gegen Farigiraf nicht. Aber scheiß drauf. Wir drücken jetzt Sludge Bomb. Er kann nichts reinwechseln. Wir sind auf plus 4. Wir drücken Sludge Bomb. Wir sind AV. Psyshock, der killt uns nicht. Auch nicht Life Orb. Nee, der killt uns nicht. Passt. Sludge Bomb kommt. Damit ist das Ding doch tot. Nee, der ist auch... Nee. Wieso ist der so bulky? Auf plus 4? Krasser Scheiß. Jetzt wird er wahrscheinlich eh den Fee-Move drücken, oder? Er ist nicht Life Orb. Wieso ist der so bulky? Wieso ist der so fucking bulky? Okay, wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir drücken einfach nochmal Sludge Bomb. Wir können da jetzt eh nichts tun. Hatterin hat einen Kill. Oder habe ich irgendwas verkackt? Ja, vielleicht das Betten. Auf plus 4 soll ich doch killen. Killt das? Ne, killt noch nicht. Okay. Er kriegt also noch einen Move raus. Lightscreen. Ha, Lightscreen! Ja klar, ich war nur plus 2. Ja, okay. Damit... Können wir jetzt aber wieder in den gehen? Dazzling Gleam ist der stärkste Move, den er hat. Wie viel Ding haben wir noch? Trick Room? 2 Runden. Das heißt, wir werden jetzt Nessie plotten. Ne, ich kann eigentlich reflekten, ne? Ne, scheiß drauf. Wir Nasty plotten hier. Mystical Fire ist scheißegal. Das war ein Crit, das heißt, der macht uns gar keinen Schaden. Ah, wegen dem Spätz-Attack-Drop. Ich sehe schon, okay. Damit ich nur auf plus 1 gehe. Oh, hat der Crit gemattert, dass mich Lucha killt? We will see, auf plus 1 bin ich trotzdem richtig broken. Okay, we will see. Wir haben ja immer noch unser... Okay, der ist tot durch Gudra. Okay, das heißt, er hat noch 3 Mons. Wir haben noch 4. Soweit ich weiß. Er hat 3. Wir haben 4, ja. Jetzt kommt jetzt Lucha. Es kommt. Nee, es kommt der. Okay. Ich werde jetzt einfach Batten passen. Ich bin ja auf plus 1.
Und wir gehen in Sandy Shocks, weil der uns nichts kann. Und Trick Room hört er dann auf. Das heißt, wir machen das so. Der kann uns eigentlich nichts. Ja, Quiver Dance ist okay. Wie gesagt, der macht uns nichts. Der kann uns höchstens Hurricanen, aber wir sind jetzt quasi even mit ihm und sollten dem immer gut Damage drücken. Wie viel machen wir dem? Ja. Power Jam macht schon gut Damage. So. Wir sind schneller, trotzdem. Für Rigoref habe ich quasi einen Switch hin. Komme ich an für Rigoref noch vorbei? Ja, komme ich. Wir gehen für Power Jam, I guess. Ja, ist mein Move. Er bleibt doch drin, er sieht, dass ich Scarf bin. Der kann killen, der killt noch nicht, okay. Hurricane kommt, Hurricane Mist, das ist natürlich bitter. Aber damit haben wir eigentlich einen Kill-Safe. Außer er wechselt jetzt raus. Was er natürlich machen kann. So, ihr seht jetzt, dass ich Scarf bin. Es ist kein Lightscreen da und ich bin ja quasi auf plus 1. Das heißt, es ist auch gar nicht so leicht für ihn, jetzt einen Switch hin zu finden. Aber er geht nochmal raus, okay. Er hat Quiver Dance und er hat Hurricane. Das ist, glaube ich. Ja, das Ding. Warte, das ist jetzt wichtigste. So, Megas for Death, oder wie? Ja, dem mache ich gar nichts. Nehmen wir auf plus 1, mache ich dem irgendwie Schaden. Das ist halt schon krass. Wir gehen jetzt in den Hard Switch. Weil der ist ausgaff. Der ist so mega spedef, wie es aussieht. Wir terran jetzt und gehen in Dark Pulse. Will ich ihm das schon zeigen? Ja, eigentlich schon, ne? Weil sonst kommen wir auch an Ferrigoraf einfach nicht vorbei. Er geht raus. Wahrscheinlich kommt jetzt Oricorio. Und er schmeißt den ab. Ja. Der ist auch tot jetzt. Das heißt, Iron Jugglers hat einen Kill. Bird ist tot. Er wird jetzt wahrscheinlich in Lucha gehen. Wir machen jetzt folgendes. Also je nachdem, was halt geht. Wir werden es jetzt so machen, dass wir in Hypno gehen. Falls er mit Lucha reinkommt, ja. Der sollte uns nämlich nicht outspeeden, außer er ist Scarf. Wenn er jetzt natürlich so Scarf ist, dann hat er gewonnen. Wir werden hier aber in Hypno gehen. Und wenn er SD ist, ist okay, weil wir haben zwei Scarfer noch. Und wir können danach theoretisch einfach wie switchen und dann gucken. Wobei es ein bisschen schwierig wird mit den Lightscreens, ne? Mit den Lightscreen-Runden. Weil erst eine vorbei ist. Brave Bird ist ein stärkster Move, okay. Okay, Zets kommt, das ist gut. Das verbratet uns noch eine Runde. Ne, tut's nicht. Aber minus Spedef. T-Bolt ist mein Play. Ja, okay, killt mich. Damit ist, hat Gengar einen Kill. Wir machen es folgendermaßen. Wir gehen jetzt in Sandy Shocks, drücken T-Bolt. Ist immer mein Play. T-Bolt it is. Weil wir sonst straight up verlieren. Ja. Wir switchen auf minus 1. Warte mal. Das kann ich kalken. Wir haben noch 4 Minuten. Das geht schon. Hallucha. Normalerweise mache ich mit T-Bolt Light Screen, aber minus 1. V-Switch killt halt gerade nicht und wenn der mein Ding killt, dann bin ich halt tot. Straight up, also muss ich eigentlich T-Bolten.
Er geht raus. Scheiße, ich hätte wie switchen müssen. Das macht gar nichts. Nee, das will ich nicht. Eine Runde Lightscreen noch. Ja, ich müsste ihn damit Hydro straight up killen, ne? Sonst verliere ich das Game. Ich glaube, ich werde einmal ja, auf T-Bolt gehen. Falls er vielleicht ja, wie ist das schwer gewesen? Ah, er bleibt drin! Oh! Citrus oder was? Scheint so. Oh Gott, die Zeit, ne? Oh, ich hätte V-switchen müssen. Future Sight kommt, okay. Da kann es sein, dass er keinen Wish hat. Lightscreen ist weg. Dann gehe ich jetzt raus. Ja klar, wir sind jetzt auch getoxt. Das ist klar. Oh Gott, wir haben nur noch 2 Minuten. Ich schwöre bei Gott, warum muss das so yikes sein? Ich hätte vorhin V-switchen müssen, dann hätte ich das Game instant gewonnen. Aber habe ich mich nicht getraut. Weil ich es auch instant verlieren hätte können. Oh Gott, der bekommt seine Beere nochmal. Yikes. Ich muss mir auf Dark Pulse locken. Der geht echt raus. Okay, krass. Hätte ich irgendeinen anderen Move als Dark Pulse gedrückt, dann wäre das doch voll scheiße für ihn gewesen, oder nicht? Vielleicht hat er ja EV oder so. Keine Ahnung. Ja, der nimmt die wie ein Gott. Holy shit. Ja, ich habe leider ein bisschen verkackt. Er muss nur zetzen und gewinnt das Game. Ich kann aber auch noch für einen Flinch spielen oder so. Ich habe vorhin verkackt, wo ich hätte V-Switch drücken müssen, aber ich habe es mich halt nicht getraut, ne? Ihr wisst warum. Na, der stirbt jetzt mit T-Bolt. Na, es wird schwierig. Es wäre komplett auf Paras oder so angekommen, aber schlussendlich wäre er im Gift gestorben und es wäre wahrscheinlich ein 1-0 oder so. Ist schwierig, aber gutes Game gewesen, Alter. Gutes Game. Ich überlege nur. Lightscreen hat mich echt gebümst. Die T-Spikes auch natürlich. Aber ja, wir drücken jetzt einmal T-Bolt. Er gönnt auch den Kill. Gut, das heißt, Sandy hat noch einen Kill. Und ich glaube an Ding. Wobei, ich komme da glaube ich nicht dran vorbei. Das ist jetzt halt schwierig, ne? Ich kann noch 2-mal attacken oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt läuft. Das ist unsere letzte Runde jetzt. Hat er einen anderen Move auch? Dann bin ich jetzt tot. Gut, dann haben wir wenigstens das noch zu einem Ende gebracht. Und er gewinnt das Game 1-0. GG. Ich hätte an der einen Stelle V-Switch drücken müssen, aber ich hätte nicht gedacht, dass er den V-Switch zulässt. Weil es hätte nicht killen müssen, so. Es hätte nicht gekillt, weil es waren 83-99% V-Switch. So, deshalb hätte er an der Stelle nur zetzen müssen und ich hätte verloren. Deswegen bin ich auch nicht auf V-Switch gegangen, weil ich mir dachte, okay, er weiß, V-Switch killt nicht. Nicht mal, weil er weiß, ich bin Scarf. Außer er hat gar kein HP-Investment. Aber dann hätte er das Game eigentlich an der Stelle schon gewinnen können. Oder wäre es immer V-Switch gewesen? Nee, weil wenn das lebt, gehe ich raus und verliere mein Iron Jugulus. Also eigentlich war das voll mein Play, dafür T-Bolt zu gehen. Weil irgendwie. Weil irgendwie. Meiner Meinung nach. Wäre es für ihn. Also er hätte es verloren, wenn ich für V-Switch gegangen wäre. Verstehe, was ich meine? Weil T-Bolt war für mich quasi immer der Play. Weil wenn ich V-Switche und er bleibt drin, verliere ich instant, weil er nur zetzen muss und ich bin tot. Also, und für Rigorath tankt mein Sandy Shocks weg.
ist irgendwie stressig. Schade, eigentlich war es der richtige Play. Muss ich ihn fragen, ob er keine Angst hatte, geswitcht zu werden. Mal schauen. Deswegen, ja, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir stehen 1-3. Immerhin diesmal nur 1-0 verloren. Und es war ein cooler Kampf, deswegen bin ich nicht mad oder so. Aber ja, Rocks hätten geholfen, aber hätten es nicht so wirklich ausgemacht, muss ich sagen. Weil Lucha hätte ist nicht so oft reingekommen, dass er 50% von Rocks bekommt. Hatterene wäre einen Turn früher gestorben an Gift. Ja, vielleicht hätten sie Rocks ausgemacht. Aber ich hatte halt Angst. Und sonst hätte Gengar noch mehr Shenanigans gemacht. Und Rocks gegen mich wäre noch schlimmer gewesen. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Macht's Gucci. Und bis später, Silie.